Ich erinnere, dass er hat gefragt, ob er meine Wäsche mitnehmen konnte zum Wäschesack. Hallo, ich heiße Simon Jeppsson. Ich bin ein Spieler in die HC Erlangen. Ich komme aus Schweden und das hier ist mein Traum 7. In Tor habe ich ja, meine Französisch ist nicht so gut, aber Thierry Omeyer gewählt, weil er einfach die Top-Weltklasse-Niveau so lange gehalten hat. Und man sieht ja schon deutlich, was er gewonnen hat, auch in der Nationalmannschaft, auch in die Vereingeschichte. Ich finde, das ist ein perfekter Torwart. Links außen habe ich die Däne Lars Christiansen gewählt. Er ist einfach einer von den besten Linksaußen aller Zeiten. Und ich habe auch die Ehre gehabt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ein Jahr in Flensburg. Und der war einfach ein richtig cooler Typ und ist auch ein richtig guter Kandidat für die 7-Meter-Werfen. Rückraum links habe ich Nikola Karabatic. Auch ein bisschen wie Omeyer sind ja ungefähr das gleiche Jahrgang. Und ja, man sieht einfach, wie erfolgreich er war während der ganzen Karriere und ist jetzt leider verletzt, aber hoffentlich sehen wir ihn wieder gleich auf dem Platz. Rückraum Mitte habe ich schwedische Kollege Stefan Löfgren gewählt. Auch einer von den besten Mittelmänner aller Zeiten, finde ich. Ein kompletter Spieler und gibt es nichts mehr viel zu sagen. Rückraum rechts habe ich Kim Andersson. Nicht nur, weil er ein kompletter Handballspieler ist, aber auch, weil er ein richtig, richtig guter Typ ist und ein sehr, sehr toller Mensch. Ich glaube, eine WM war das, waren wir Zimmerkollegen. Und ich erinnere, dass er hat gefragt, ob er meine Wäsche mitnehmen konnte zum Wäschesack. Und ich habe nur, ja, der ist ja Kim Andersson. Ich bin ja nur 24-jähriger Simon Jeppsson. Also das war schon ein bisschen was. Aber der ist einfach ein richtig, richtig guter Typ auch. Rechts außen habe ich auch einen schwedischen Kollegen, Mattias Zachrisson. So ein Schade, dass er seine Karriere aufhören musste, so früh, wegen einer Verletzung. War einfach zu früh für ihn, finde ich. Der hat so viele gute Jahre gehabt. Der, finde ich, der gehört auf die Rechtsaußen. Kreisläufer habe ich, ja, der vierte Schwede in der Mannschaft, glaube ich. Magnus Wislander. Man muss nicht so viel sagen über ihn, glaube ich. Der war ja gewählt als der beste Handballspieler. Dann hat man einen Platz in meiner Traum 7. Egal, ob er Schwede ist oder nicht.